Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei LS17 FOSS Projekt mit Günther und Manni. Ja. Moin, moin, Manni. Ich hab einen leichten Kader. Oh, lass heute bloß nicht so viel machen, ey. Moin. Du, sag mal. Warte, Manni. Sag an. Günther. Was hast du wieder gesoffen letzte Nacht? Gar nicht mehr, du. An mit Blondes und hörte irgendwann auf. Ich habe noch so Brüchstraß im Kopf, irgendwas mit, keine Ahnung, was das war, Tequila also, oder so. Pass auf, Manni, ich muss jetzt einfach mal eine kleine Geschichte erzählen, gell? Du weißt ja, ich habe eine kleine Platte, einen kreisrunden Haarsfall oben in der Mitte, gell? Ja, ja, ja. Hinten hier an der Spitze vom Kopf. Ja. So, pass auf, habe ich mir so Zeug gekauft, gell? Was du drauf hier machst auf der Platte oben, wo so ein bisschen die Haare wachsen. Ja, 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 ja. Hat auch richtig gut geklappt, gell? Und da habe ich mir so gedacht, ist ja total im Trend und macht ja hier das sexiest Man Alive von alle, ne? Die haben ja alle Bart. Bart ist ja total, es ist ja, die gehen ja feste zur Zeit, die Weiber, gell? Auf Bart, ja, so richtig schöner gepflegt, aber habe ich gedacht, hast du ja so ein bisschen in der Fratze, nein, gell? Ja. Schön eingeschmiertes Gesicht und alles. Ey, Alter, das sprühst mir aus der Schnauze, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oh Mann, ich sag dir, ich seh's schon. Wie du siehst. Naja, aber ich weiß auch nicht. Der ist so schwarz. Ich wollte gar nicht so schwarz. Weißt du wie? Ja, nur, du mal hier. Aber sag mal, Günther. Seit wann hieß denn du Manni? Deswegen fragte ich, ob du ein bisschen in gesoffen hast, letzte Folge. Hä, Günther? Hast du wieder am Schnippi zu Dalle gezogen? Oh Mann, ey. Mit dir, ich sag dir, da kriegt man es nicht mehr hin, ey. Ich hab mein Namensschild vergessen. Ich hab jetzt einfach mal eins von dir genommen. Ja, ja. Zeig mal her auf der Hose. Naja, mein Namensschild, Tatsache. Naja. Pass auf, Günther, wir haben nicht lange Zeit. Ich hab was bestellt. Guck mal hier. Ein schönes neues Regal für uns. Boah, toll. Ja, da können wir. Habe ich mir so gedacht, wenn wir mal was vorproduzieren, wenn wir ein paar Hackschnitzel haben und alles, hauen wir die hier schön in die Bällezecke, gell, hier hinten mit unserem Maschinchen, zack, schöne Bällezecke gemacht und alles und dann können wir die mal ins Regal hier rein pflastern und können das hier ein bisschen zwischenlagern. Gell, kannst du 5000 Kilo pro Fach machen. Da angedüst. Ach, wer ist denn hier? Ach, da bin ich, da ist schon da, ich war blöd. Wer denn schon wieder hier, du? Ich hab keine Ahnung. Ach, na freilich. Mensch, Manni, da. Ach, Günther, da wird er heute seine Paletten holen. Die Bretter. Guten Tag, bin ich da. Na, hätten wir uns fast denken können. Guten Tag. Ah, was das? Guten Tag. Was das? Ja? Der Manni. Nee, ist noch das falsche Namensschild. Nicht wundern. Ach so. Ja, ja. Günther. Ich weiß, vom Bauch her. Hast du das falsche Namensschild wieder rausgeholt? Ja, freilich. Ich weiß. Ja, ja. Du sollst halt mit dir enden. Du endest doch irgendwann im Winter. Ich weiß. Herr Beneter. Gefroren im Wald, weil du dich herausgefunden hast. Na klar. Also. Ja, Herr Beneter, vom Bauch her könnten wir zwar Zwillinge sein, gell, aber. Ja, ja. So, ne, pass auf. Herr Beneter. Mann, gesehen, Sie haben uns hier einen schönen Tieflader herbringen lassen. Ja, das ist doch, der ist doch ein Monster. Gebracht, ne? Aber sag mal, wo kriegen sie denn immer die Dinger her? Das ist doch der mit Überbreite hier. Ja, das ist. Na guck mal. Alter. Also der Vogt, ja. Stehen die Achsen raus, leck mich am Arsch. Von dem Schweren, der Kevin, ne? Ja. Ja, der hat so ein paar ganz zwielichtige Freunde. Ach, hör auf. Und ja, da kriegen wir mal manchmal so. Ey, wo ist denn hin, Manni? Beziehungen, wo man da mal hier vor, dann brauchst du nicht so weit fahren, du. Ach so, und da kriegen sie den immer. Oh, schön. Ja, da können wir da mal ausliehen, ne? Ne, warte, Günther, das funktioniert doch anders. Ja, genau, ausziehen. Genau, richtig raus. Oh, schöne. Was ist denn? Und zurück noch. Zurück. Das ist aber nicht das Teil, was ich besorgt habe. Ja, ja. Zurück. Weiter zurück. Nicht. Mit der Auto! Oh. Ja, warte, weiter. Weiter. So reich, kannst du abladen. Ja, wunderbar. Schön. So, pass auf, da können wir hier draufladen. Oh, Herr Beneter, gucken Sie mal, was wir hier für Bretter für Sie haben. Das ist der Hammer, ey. Ich sehe das schon. Das ist. Das ist. Da kann ich aber nicht die Latten an der Tag knallen. Ach, pfui. Oh. So, da wird das Rad sich freuen. Was sagen Sie eigentlich zu meinem Bart, Herr Beneter? Ja, muss ich mir gleich schon mal genau angucken. Ja. Das ist mir ja gerade schon aufgefallen. Ja. Ja, die Lisbeth hat ja auch schon gesagt. Ne? Hat die auch einen Bart? Ja. Nee. Lass dir mal einen Bart wachsen. Ach, bei Ihnen hat sie das gesagt. Weil das ist ja irgendwie, ist das im Fressen. Ja, ich sag Ihnen. Was ist das denn? Habt ihr ein neues Regal? Na, aber hallo.
Ja, 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 dann ist ja voll das Riesenrad. Ja. Na klar, wir bauen aus. Wir expandieren. Da passen ja bestimmt meine ganzen Hackschnitzel noch ein. Oh, ne, aber diese brauchen noch. Ist das schon beschriftet? Das werden wir, ne, steht noch nicht benedert. 1000 Kilo. Ja, gut, die müssen ja da reinpassen. Ja. Ja, das ist ja wunderbar. Aber hallo. So. Müssen wir natürlich hier ein bisschen ordentlich bauen, gell? Ansonsten kriegen wir nicht alles fort. Gut. Aber weißt du was, Günther? Ja, warte mal nicht, sag an du. Was brauchen wir noch? Wir haben was 14 Paletten, glaube ich. Zählst du mal durch? Ich zähle durch. Kann man denn da? Ich zähle, aber ich muss das auch bezahlen. Naja, klar, so, zählen sie mal durch. Eine ist schon auf dem LKW. Da haben wir 3, 5, 4, 5. Und dann, das müssten ja auch noch 7 sein. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es sind nur 13, Manni. Haben wir noch 13? Ich noch 2. Ja. Machst du mal einer los und guckst mal schnell. Ja, mach ich. Das am Sägewerk müsste eigentlich noch was stehen. Vielleicht. Wenn nicht, ist schlecht. So. Oh, die eine hier, die will nicht. Na klar, war ja wieder klar. So, so, ich hau hier die Paletten drauf, schöne, und du, ja, guckst nochmal. Ich seh das schon, aber das ist ja nicht mittig so, ne? Nicht? Ey, das ist ein bisschen nach links versetzt. Ja, da gucken wir nochmal. Ich hab mich umgekehrt, da musst du die andere jetzt ein bisschen rechts lassen, dich aufpacken. Mach ich. Damit das die Verteilung wieder. Naja, ich sag verstehst, ja. Ne? Ja, ja, das ist wichtig, so? Ja, so sieht das gut aus. Gut, gell? Ja. Egalisiert, wie man so sagt, ne? Aber ja, aber sie müssen auf jeden Fall, Herr Beneter, sehr vorsichtig fahren, gell? Ja, ich denke mir das schon. So, naja, wir haben jetzt das neue Navigationssystem. Ach, haben sie ein neues? Das ja, das mit das Polen und Tschechien, das kann jetzt nicht mehr vorkommen. Ach so, wo ja, sind ich kriege jetzt immer eine Warnung, wenn ich mich 50 Kilometer von der Baustelle entferne. Ja. Dann kriege ich eine Warnung. Alles klar, dieses. Oh, ja, ja, da ja. Ist aber jetzt was runtergefallen, ne? Ja, sag ich Ihnen. Das ist gar nicht so einfach mit der Handjagerei hier. Da ist aber unten eine Kitsche drin jetzt. So, na, die nehmen sie für. Ich glaube, wir bekommen ein kleines Problemchen, du. Was ist denn los? Oben steht nur eine Palette fertig. Naja, das geht doch schnell. Unten noch eine fertig. Ey, gar keine Brennstoff mehr. Ich muss gucken, ob wir dann alles drauf kriegen. Ich habe ja gesagt, das ist ja erstmal wegen. Wegen Pfingsten ist ja erstmal Baustopp, ne? Ach so, ja. Deshalb macht euch mal jetzt keine Kopf, wenn wir eine Palette fehlt. Weil ich kriege ja nicht 15 Paletten an einem Tag drauf genagelt, ne? Ne, das stimmt. Aber soll ich immer sagen, der hat eine Datscher hier. Oh, ich war blöd, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, da musst du noch mal eine zweite Palette neu machen. Na, warte mal. So. Dann gucken wir mal kurz. So. Oh, sorry, mit dem Fell in der Schnauze, das ist gar nicht so einfach, gell? Also, da muss man sich schon mal dran gewöhnen. Ja, da musst du dran gewöhnen, da musst du dann nicht so viel durchziehen. Es gibt da ein Badöl, habe ich gehört. Ja. Die ganzen Badträger, die benutzen dieses Badöl. Dann ist das schön geschmeidig und dann kratzt das nicht so, ne? Okay. Das ist doch nur was für. Ich meine, früher war das ja bei der Lisbeth, war das früher, war das andersrum, ne? Ja, ich ja. Ich war immer frisch rasiert und. Es hat dann trotzdem gekitzelt. Ja, heute wollen die dann alles andersrum haben. Das ist ein Ding. So, gucken Sie mal. Das ist aber jetzt dann drauf geschmissen. Ja, ja, das war ein bisschen mit Anlauf. Ja, da musst du von der Seite musst du noch mal schieben. Ja, ja. Warten Sie. Ich hoffe, dass das geht, weil. Nee, war mir klar. Ja. So. Hat dann direkt wieder gepackt. Sehr gut. So. Und zack, die Bohne. Anni, ich hab nochmal hier oben mit das Sägewerk gequatscht. Die arbeiten jetzt ein bisschen schneller. Palette ist auch fertig hier. Och, da ist doch ein Traum. Ja, wunderbar, ne? Ah? Wir gleich nur noch eben hier oben eine Konsole haben, ne? Ja, ach so, ja. Ich mein, nun, ja, du weißt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Warte mal, Deine gelbe Tieren brauche ich so. Oh! Oh! Was ist passiert? Ja, das will er nicht. Wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Ach du ja, Scheiße. Ja, das ist ja. Günther, Malheur. Das steht da drunter.
Herr Beneta, was haben Sie gemacht? Haben Sie bloß Ich hab da drauf gestanden. Auf einmal stand das da drunter. Ich hab noch auf den Knopf da gedrückt. Bin ich Houdini oder was? Eieieiei. Ich krieg hier eine Meise. Ich krieg hier eine Meise. Jungs, macht mir der Anhänger nicht kaputt. Mit dem Zeug. Wenn der Vasili das Spitz kriegt, hat sich der kaputt gemacht hat. Da kann ich mich aber nicht mehr blicken lassen in Kalk. In Köln-Kalk. In Köln-Kalk-Verbot. Günther. Mach doch was. Um Gottes Willen. Also heute ist ja nicht eure Sternstunde, glaube ich. Nicht so richtig, sehe ich gerade. Oh, ey, ich war ja blöde. So, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich muss dir erst mal was zeigen. Kommen Sie mal mit. Ja. Oh, sehen Sie diese wunderschöne Blaufichte? Ja? Ah, schön. Habe ich selbst hochgezüchtet, du. Ey, das ist aber eine... Das ist aber ein Wahnsinnsteil. Sag ich Ihnen doch. Weißt du, wissen Sie, was Sie machen? Sie nehmen Sie da so ein kleines Sämchen von der Blaufichte, legen das 48 Stunden in meinen Spezialtropfen, setzen ihn dann hier auf den Boden, düngen. Das kommt raus nach 2 Wochen. Nee. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, hallo. Und pass mal auf. Komm mal mit. Günther, komm mal mit. Komm mal hier zu meinem Auto. Der Befehl. So, was ist denn hier oben? Siehst du das? Oh. Mit die Flugfichte. Mit der was? Wie machst du die denn? So, ja. Das waren die ersten Versuche, ne? Ey, das ist ja... Was für eine Fichte? Das ist ja wie so eine Fidget Spinner, der kreiselt quasi, ne? Fidget Spinner? Ne, guck mal. Das ist ja der Wahnsinn. Also bei euch lernt man ja. Oh mein Gott, das will. Könnt ihr mal hier einer, der hier zum Bedienen berechtigt ist, bitte in den Dings einsteigen und das Ding mal ein bisschen wegfahren? Geh doch mal da rein, Günther. Das geht ja in der voll auf den Nü- Boah. Sprich die Wallette nicht hier weg. So, dann gucken wir mal. Das ist Kunst, Herr Beneter. Das ist Kunst. Gucken Sie das an, der steht von alleine. Das kennt der Günther gar nicht. Doch, wenn ich das blaue Ding nehme, du. Alter Vater, ey. Na, gucken wir mal, was los ist hier. Das ist volle Detsch. Ob das heute noch was gibt mit den Latten? So, na pass auf, ich muss das anders tun hier. Oh, ich war hier wahnsinnig, ey. Das ist aber auch. Ah, das ist ja sehr ärgerlich gerade, du. Da lässt aber auch nicht los, gell? Da Kredde. Weg da, du. Jetzt. So. Hätte ja der ganze LKW wieder um. Moment. Haben wir gleich. Hey, was machst du denn da? Ich weiß doch auch nicht, die Scheiße geht nicht, ja. Das ist der letzte Dreck, den er gebracht hat. Da bin ich da wieder. Mensch. Seinem Scheiß, ja. Jedes Mal. Tieflader extra Bullen hier, zack, dort, überall selber zusammengeschweißt, die Rotze. Was ist denn nicht ganz so draufstellen. Auf dem Müllhaufen. Mit die Latten hier drauf fährst. Sag mal, ein schönes Scania geholt, Junge. Mann. Kannst du mal bitte noch mal abhängen? Genau. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir das gleich wieder im Griff hier. Na, gucke. So, warte, die muss ich erstmal noch hier beiseite kicken und dann kannst du... Ja, ich war hier wahnsinnig. Haben wir wieder keinen zweiten Frontlader, hä? Nee, sonst würde ich ja oben schon die Paletten runterbringen. Oh, ich sag dir, das wird's nächste. Das wird das nächste. Kannst du das Ding mal anders hin... Oh, warte, ich mach's selber. So, warte. So. Na, gucke dir das an. Da bloß kein Kratzer rein. Dann drehen sich die Paletten. Ja, es ist verrückt wie heute. Von Wunderhand quasi. Oh, das ist unser Firmengeist, oh, Benet. Ja. Ich sehe das schon. Ist Achim. Hier laufen ganz komische, hier passieren Dinge. Passieren Dinge, da hätten sie im Leben nicht mit gerechnet. So, jetzt aber. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier das noch ein bisschen schöner kriegen.
Wow. Ernsthaft? Der hat immer noch den Altdeutscher drin, ich war hier blöde. Du kriegst ja einen zu viel, du kriegst einen Harald Junge, gell? Ey, ohne Mist. Buddy? Ja, was ist los? Das ist mir zu viel. Pineda kommt im Bauwagen. Ja. Also ich glaub, das gibt nichts mehr. Doch, doch. Lasst uns mal einen Schluck nehmen. Ach ja, ja, ihr wieder mit eurem Gesaufe. Vorne mein Spin rechts, ne? So, aber gib mir nicht so einen großen, weil ich muss ja noch aber ich habe ja erst das neue Navigationssystem. Das war ich ja jetzt. So, ja, also schütt mal ein. Nein, hier, ne? Sind alle attached. Shit. So. Hast du mir was eingeschüttet? Ja, sicher, schon rübergeschoben. Ja, okay, hier. So, hey, Prost. Prost. Ey, ist ja nicht euer Ernst, so. Jungs, oder? Ey, jetzt wüsste ich mal ganz klar was sagen hier. Bin ich da erstens totaler Scheißhaufen von Anhänger. Kann man nicht draufladen? Geht nicht. So, und Manfred, ja. Günther. Hättest du mich vorher mal gefragt, hättest du mal deinen Anhänger mit die Latten auf der Auflieger gefahren? Naja, dann hätte das auch funktioniert. Ja, aber, oh, nee, aber, oh, nee, oh, aber, oh, nee, oh, da fehlt mir die Warte. So, ich mach jetzt hier draußen, ich geh jetzt, nee, leck mich am Arsch, ess mir die Stulle. Ich mach jetzt auch Pause. So, nein, jetzt hier, so, gut. Ja. Alles klar. Also, ich sage euch im nächsten Part, da werden wir mal gucken, ob wir das hier aufladen und ja, das Zeug wegfahren. Ihr lasst mal das Däumchen da und schaut mal bei den anderen vorbei. Wir sind erstmal raus. Tschüss. Ja. Ich hoffe, der klappt demnächst. Ja. Tschüss.